Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course. Keeping it together like I did before. Think that I said. Schaut mal, das ist eine Gurke aus dem Garten. Wie anders sie einfach aussieht. Ich liebe diese Gurken vor allem, weil die Kerne so dick sind. Die schmeckt immer so lecker. Let's be honest, I was only wondering and maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Oh, though you are sunlight, you stay in the shade. Hello. Nach einem Tag kommt auch mal das Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich würde sagen, let's get ready for the day. Heute ist so ein Tag, am liebsten würde ich den ganzen Tag einfach nur im Bett bleiben. Ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so eine Nackenverspannung. So, es tut richtig weh. Und heute Morgen hat es so weh getan, als ich aufgewacht bin. Und es geht halt bis zu meinem Kopf hoch, weil es halt ja am Nacken ist. Und dadurch habe ich leichte Kopfschmerzen. Und ich mag das überhaupt nicht, weil mein Tag schon so mit Kopfschmerzen anfängt. Das ist für mich, Kopfschmerzen sind für mich einfach nur so ätzend, wirklich. Weil das schränkt mich halt so voll in meinem Alltag dann ein. Ich hoffe, es wird über den Tag besser werden. Heute ist schon wieder Freitag. Ich komme wirklich nicht darauf klar, wie schnell immer diese Woche vorbeigeht. Jetzt verstehe ich unsere Eltern, wenn sie immer gesagt haben, je älter du bist, desto schneller geht die Zeit vorbei. Heute ist auf jeden Fall Freitag und es gibt wieder eine neue Folge von The Summer I Turned Pretty. Ich freue mich so sehr. Das heißt, wir haben heute Abend eine Movie Night, einen Serienabend. Das rettet den Tag. Und wisst ihr, was den Tag noch rettet? Seit gestern scheint wieder die Sonne. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch allen auch schön. Weil die letzten 2-3 Wochen war es nur grau und dachte schon, das war's mit dem Sommer. Ich habe eigentlich auch voll damit abgeschlossen. Deswegen ist es jetzt für mich auch voll so ungewohnt, dass jetzt die Sonne scheint, weil ich mich schon... Oh, nein. Weil ich mich schon damit mental abgefunden hatte, so, dass es jetzt mit dem Sommer war. Ich freue mich, aber die Sonne tut nämlich immer gut. Okay, ich muss mal ganz kurz was über die Serie sagen. Können wir bitte über Steven und Taylor reden? Wie süß sind die bitte? Ich freue mich zurzeit irgendwie mehr auf die Szenen mit denen als mit Belly, Conrad und Jeremiah. Gabriel sagt übrigens die ganze Zeit, dass ihm die erste Staffel viel, viel besser gefallen hat. Er sagt, die zweite Staffel ist so traurig und melancholisch. Ja, auf jeden Fall. Vom Vibe her muss ich sagen, hat mir die erste Staffel auch viel besser gefallen. Aber so ist das halt. In der zweiten Staffel wird natürlich was ganz anderes thematisiert. Und was meint ihr so? Gefällt euch Staffel 1 oder 2 besser? Gestern ist mein Bruder einfach runtergefallen und mein Herz ist kurz stehen geblieben. Da ist auch einiges rausgekommen. Aber ich habe noch echt sehr viel drin. Ist sehr ergiebig. Also man hat echt sehr lang was davon. Bruder Beauty Powder kann ich echt empfehlen. Das ist halt auch richtig gut. Vor allem dieser Duft, ne? Oh mein Gott, ich war so schockiert, als ich zum ersten Mal daran gerochen habe, wie gut es riecht. I can see you. Ich habe übrigens den neuen Blush ausgetestet. Einmal in der Farbe Formentera und einmal in der Farbe Moon Beach. Das sind ja die neuen von Charlotte Tilbury und die habe ich zugeschickt bekommen. Ich habe mich so gefreut. Ich wollte mir die schon kaufen. Ich habe hier sogar noch eine Farbe. Die ist so pinky. Die kommt dann in eine Verlosungsbox. Apropos Verlosung, mir ist gerade eingefallen, dass ich Erfolgsbring an euch verlose. Ich mache ja immer mal wieder so kleine Verlosungen auf in meiner Story. Und als ich mir im Juni Fourthwing gekauft hatte, hatte ich direkt auch ein Exemplar für euch mitbestellt, weil ich mir dachte, das wollen bestimmt viele lesen. Also freut ihr euch bestimmt darüber. Oh, ich benutze den mal als Eyeshadow. Und dadurch, dass ich ja gerade Fourthwing lese und voll in dieser Welt bin und begeistert bin. Ich habe noch einige Seiten, also ich bin noch nicht fertig. Ja, das ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt dafür. Leute, ich wollte auch auf Instagram einen Broadcast-Channel machen und hatte nach Namensvorschlägen gefragt, weil ich nicht wusste, wie ich es so nennen soll. Ich hatte zwar so eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Dann habe ich euch gefragt und die meisten dachten, glaube ich, es wird ein Podcast. Weil ich hatte auch noch geschrieben für unseren Broadcast-Channel und dann dachten die meisten, glaube ich, auch, dass das Gabriels und mein Channel. Viele wussten auch nicht, was das überhaupt ist. Das ist ja diese neue Funktion auf Instagram. Vielleicht habt ihr schon bei anderen gesehen. Das ist auf jeden Fall in den Nachrichtenbereich. Also dann steht dann auch ganz rechts ein Broadcast-Channel. Das ist halt so ein Chatbereich, wo nur ich reinschreiben kann. Also ihr könnt halt nur drauf reagieren. Oder wenn ich eine Umfrage mache, könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Aber ansonsten ist es so ein Selbstgespräch. Bei Stories ist das ja anders, wenn ich da was mache. Dann
kann man ja direkt auf die Story schreiben. Aber in diesem Channel quasi, in diesem Nachrichtenbereich geht das nicht. Da schreibe ich die ganze Zeit und ihr könnt dann mit Emojis nur auf meine Nachricht dann reagieren. Aber auch nur, wenn ihr diesem Channel beitretet. Das hat auch noch nicht jeder diese Funktion. Ich habe die auch erst seit neuestem. Andere haben es viel früher schon bekommen. Ich weiß halt auch noch nicht, wie ich es so für mich nutzen kann. Ich dachte, es wird halt so mehr random in diesem Chatbereich, weil in meiner Story spamme ich euch eher weniger. Vielleicht ist diese neue Funktion gut dafür, dass ich euch mehr voll spammen kann. Und 99% der Namensvorschläge waren irgendwas mit Books, Book Club. Ich weiß halt, dass ich nicht nur Buchsachen teilen werde, deswegen wüsste ich nicht, ob das passt. Ich würde halt alles so random teilen, aber die Namen waren voll süß. Wirklich, Dankeschön. Ich habe mir auch letztes Jahr um die Zeit jetzt auch so viele Gedanken über einen Buchclub gemacht, weil sich das auch viele von euch gewünscht hatten. Dass man sich halt quasi ein Buch im Monat gemeinsam vornimmt und dann gemeinsam liest. Und ich mich dann quasi so mit euch in einem Chat oder so darüber unterhalte oder wir alle unsere Meinung reinschreiben oder... Aber erstens wusste ich nicht, auf welcher Plattform ich das machen kann. Zweitens wusste ich nicht, ob ich dem Ganzen aber auch gerecht werden kann oder ob mich das dann unter Druck setzt, weil ich meine, es gibt halt auch Monate, da lese ich halt wirklich wenig. Klar, es wäre nur ein Buch, aber ich weiß nicht, dann denke ich mir, was, wenn ich es dann in einem Monat gar nicht schaffe zu lesen oder so, weil... Ja, und über diesen Buchclub habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht mit Gabriel und würde es eigentlich so gerne machen. Vielleicht kommt's ja. Mal schauen, was wird. Ich mache mir auf jeden Fall immer noch Gedanken darüber. Vielleicht habt ihr auch noch Anregungen dazu. Ja, das waren auf jeden Fall meine chaotischen Gedanken dazu. Ich weiß gar nicht, ob ihr mir folgen könnt. Ich bin jetzt sehr chaotisch gerade hier oben. Zurück vom Einkauf. Ich habe schon alles hier hingelegt, aus den Tüten ausgepackt. Ich habe übrigens meine Haare wieder aufgewärmt, weil ich so Kopfschmerzen bekommen habe und ich habe sogar eine Tablette genommen, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte. Sonst hätte man mit mir heute nichts anfangen können. Ist jetzt auf jeden Fall langsam besser. Wir waren eben auch eine Runde im Park spazieren. Ich war nämlich die ganze Woche nicht spazieren. Ich habe es mir jeden Tag vorgenommen, dass ich mal eine Runde laufe, aber immer wenn ich dann Zeit hatte, war es spät abends und dann hatte ich keine Lust. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt unseren Einkauf. Es ist wieder einiges geworden. Wir waren ja auch wieder im türkischen Supermarkt. Leute, da gibt es immer die beste Minze und die beste Petersilie. Und wir haben von dort auch so kleine Gürkchen geholt. Ich liebe die kleinen. Die schmecken immer besonders. Dann haben wir noch Süßkartoffeln, Müllbeutel, Burrata, Käse, Tomaten, Oliven. Ich liebe die hier. Ich würze das Ganze dann auch immer hier drin mit Olivenöl, Zitrone, Paprikapulver und Essigbaumfrucht. Vertraut mir, das schmeckt gut. Dann noch High-Protein-Joghurt für Gabriel. Joghurt, Bananenchips. Die sind so gut. Salat, Dillkräuter natürlich. Mein Favorite ist eigentlich Paprikapulver von Knorr. Damit würze ich eigentlich immer meine Salate. Aber ich bin jetzt bei Dillkräuter hängen geblieben. Keine Ahnung. Popcorn, diesmal auch süß. Eigentlich esse ich nur salziges. Aber wir dachten uns, wir machen Mix and Match. Das haben wir übrigens letztens auch im Kino so bestellt. Süß und salzig. Und es ist übrigens so viel, weil man nie weiß, ob jemand am Wochenende vorbeischaut oder nicht. Freunde, Family. Man muss immer vorbereitet sein. Rucola. Natürlich habe ich nochmal einen Mantel gekauft. Boah, ich bin so süchtig danach. Ich habe das in letzter Zeit immer zum Mittagessen gegessen. Love it. Das gehört zu meinen lieblingstürkischen Gerichten. Bärenmix für meinen Schwebstring. Stangenbohnen, Lauchzwiebeln und Leibniz-Kekse. Milka-Schokolade. Gabriel hat nochmal Weizenbrötchen gekauft, also TK-Weizenbrötchen. Die kommen jetzt in die Tiefkühltruhe. Ich hatte so Lust auf eine Pizza, Leute. Und dann nochmal Brezeln. Unsere absoluten Lieblingsbrezeln. Die sind so groß und dick. Und hier ist auch noch eine volle Tüte voller Getränke, Leute. Ich habe uns wieder ausgestattet mit Schwepps. Ich habe auch diese Glasflaschen geholt. Natürlich schmeckt es aus Glas immer ganz anders. Hier sind auch mal einige Rezepte. Es gibt auch so coole Rezepte immer auf der Webseite. Aber für Mocktails reicht einfach Sprite aus. Und, Leute, was ich gesehen habe und unbedingt probieren möchte, ist Drachenfrucht. Stellt euch mal vor, man könnte den Pink Drink von Starbucks nachmachen. Also diesen Mango Passion Fruit Refresher. Falls ihr den noch nicht bei Starbucks probiert habt, dann probiert es. Schmeckt sehr lecker. Was auch sehr, sehr lecker ist, das habe ich zum ersten Mal letzte Woche probiert. Und Leute, es schmeckt so gut. Es ist so erfrischend. Falls man eher saure Sachen mag. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob wir noch Limetten haben. Kam auf jeden Fall auch an meinem Geburtstag sehr, sehr gut an. Also alle haben es gefeiert. Und Wildberry wird auch immer gefeiert.
Wildberry wird auch immer gefeiert. Also meine Mama ist obsessed. Meine Cousine hat es geschmeckt. Also allen hat es geschmeckt. Die Frage, die sich jetzt stellt, was soll es zum Mittagessen geben? Ich habe so Hunger, Leute. Zum Frühstück gab es als erstes heute Morgen Schokofresh. Dann gab es natürlich noch ein Onigiri aus dem Supermarkt. Fun Fact, Leute. Wenn ich Hunger habe, werde ich zu einer Zicke. Ich bin dann richtig ungeduldig und so ruhig und werde dann so richtig moody. Ich bin nicht stolz drauf. Ich arbeite an mir. Gabriel muss immer darunter leiden, der Arme. Die Frage ist, soll ich mir Manze machen oder Gabriel hat gestern noch Süßkartoffeln gemacht. Er hat extra zu viel gemacht, damit wir heute noch was davon haben. Eigentlich kommt ja immer auf den Joghurt am Ende Olivenöl mit Paprikapulver und Minze drauf. Aber meine Mama hat mir eine einfachere Technik gezeigt auch. Sieht dann natürlich ein bisschen anders aus. Aber so wird es dann auch nicht zu ölig, weil manchmal kann ich das Öl nicht einschätzen. Minze, Paprikapulver und etwas Öl. Und jetzt ein bisschen schön anbraten. Und jetzt packen wir das direkt hier rein. So, das war es auch schon. Ganz einfach. Ich habe heute S'mores gemacht. Schaut mal, wie die Schokolade. Oh mein Gott. Braucht einfach nur Kekse dafür, Marshmallows und Schokolade. Und dann gebt ihr das Ganze in den Ofen einfach für 5 Minuten. Und dann sind sie perfekt. Und das sind unsere Nachos. Diesmal habe ich direkt mal Guacamole drüber gegeben. Auf meiner Seite, das ist meine Seite, sind noch Jalapenos. Weil ich liebe scharf, ne? Wissen wir alle. Sieht echt toll aus, Leute. Ab ins Schlafzimmer, denn wir kümmern uns heute um meinen Nachttisch. Sind wir gespannt? Ja. Hab ich schon mal all die Tüten hingelegt und ich habe einfach gesehen, dass eine Kerze kaputt ist. Oh mein Gott. Nein. Na egal, die kann man trotzdem noch benutzen. Aber die kommt ins Wohnzimmer. Ich würde sagen, wir packen mal alles aus, was wir hier haben. Dann muss ich mir so ein Bild davon machen, wie es aussehen soll. Oh, hier sind noch ein paar Kekse. Das hier ist übrigens der aktuelle Stand. Hier liegt ja seit einer Weile meine Acrylbox hier mit den ganzen Markern, die ich immer benutze und meine Post-its. Ich mag das voll, so die Stifte so aufzubewahren. Ich finde das voll toll. Das kommt aber wahrscheinlich in mein Bücherregal. Die Frage ist nur, wohin? Leute, es stehen, glaube ich, noch so 10 bis 15 Bücher im Wohnzimmer. Langsam schreibt ihr mir auch, es ist Zeit für ein neues Bücherregal. Ich meine, ihr habt ja recht. Aber ich verzögere es gerne noch vor mich hin und ignoriere das Ganze. Mein Bücherregal ist mittlerweile ein Jahr alt, glaube ich. Ja, ich glaube, letztes Jahr im August habe ich mir dieses große Bücherregal geholt. Und ich glaube, im Frühling 2022 war hier mein erstes kleines Bücherregal, ja. Da werde ich ja ganz emotional. Genau, ansonsten liegen hier ein paar Haarklammern, mein aktuelles Buch, was ich lese und meine Lampe und das Bild hier. Und mal schauen, was wir jetzt daraus machen, Leute. Ich muss jetzt einfach mal gucken, welche Kiste ich da hinstellen will. Ah, was zur Hölle? Hä? What the heck? Geht einfach nicht rein. Yes. Oh!
gepackt. Ich habe mich übrigens umgezogen, weil es so schwül ist und ich habe eben so geschwitzt. Also habe ich Gabrys T-Shirt hier angezogen. Es ist zurzeit mein Lieblings-T-Shirt. Es ist so weit geschnitten. Love it. Wir haben jetzt hier diese beiden Größen zur Auswahl. Entweder diese mittlere oder die kleine. Diese Kiste hier ist zu groß, denke ich. Nee. Die kommt irgendwann in mein Bücherregal. Die Größe ist süß. Seht ihr das überhaupt? Die Größe würde gehen. Das ist süß. Das gefällt mir so gut. Das sieht einfach so girly aus. Der Anblick macht mich gerade so glücklich, Leute. Ich finde das einfach so cute. Ich komme nicht drauf klar. Diese Farben, das gibt mir gerade einfach so gute Vibes. Ah, ich habe ja genug das Bild. Ich weiß gar nicht. Sieht das cool aus? Muss ich noch überlegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit Bild oder ohne Bild. Kann mich gerade nicht entscheiden. Sieht natürlich auch süß aus. Welche Variante mir auch sehr gut gefallen hat, ist das hier, dass man die Bücher quasi nur hinlegt. Also so ungefähr. Man könnte natürlich noch mehrere Bücher nehmen, damit es ein bisschen so höher ist. Und dann einfach nur das hier so drauf. Das finde ich auch süß. Das gefällt mir auch. Ja. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal so. Das hat mir so gut gerade gefallen mit den beiden Aufbewahrungsboxen, dass das quasi so die Farben halt so richtig süß harmonieren miteinander. Also dieser lila Ton und dieser Gelbton hier. Und hier habe ich einfach so ein paar Produkte reingepackt, die ich halt abends dann verwenden kann. Oder einfach Produkte reinlegen, einfach nur, damit es schön aussieht. Es ist egal, es muss auch keinen Sinn machen, was für Produkte ihr reinmacht. Hauptsache, es gibt einfach einem ein gutes Gefühl. Ich habe jetzt hier aber zum Beispiel eine Lippenmaske. Die trage ich immer abends auf, bevor ich ins Bett gehe. Und auch meistens morgens, wenn ich mich schminke, habe ich noch einen Beauty Balm und noch das Haaröl. Und hier habe ich noch eine Klammer dran gemacht, weil es einfach cute aussieht. Und hier ist die lila eine Klammer. Und hier habe ich einfach so eine kleine Vase hingemacht, weil die Bücher sind die ganze Zeit so umgefallen. Und in diese süße Muschelschale hier habe ich ein paar Schmuckstücke von mir reingemacht. Finde ich auch ganz toll. Und einfach nur eine Kerze. Denkt ihr, ich soll das hier abmachen? Ja, ne? Oh ja, jetzt wirkt es so ein bisschen ruhiger. Das hat irgendwie so Unruhe ausgestrahlt durch die Schrift. Das ist süß. Love it. Ich wollte eigentlich mir auch noch eine andere Lampe bestellen in rosa. Es gibt eine bei Urban Outfitters, die sehe ich immer auf Pinterest. Ich habe es leider nicht gefunden. Beziehungsweise als ich nachgeschaut hatte, gab es die Lampe nur noch in gelb. Und ich wollte halt die in rosa haben. Aber egal, so sieht es auch toll aus. So, jetzt nochmal für euch alle. Die Lampe ist von Ikea. Sostre de Grene. Die Kisten sind von Depot. Die gibt es aber auch bei Sostre de Grene, aber in so einem anderen Farbton einfach. Die Schwange ist von Pull & Bear, auch von Pull & Bear. Die Schale ist von Sostre de Grene und die kleine Vase ist auch von Sostre de Grene. Und so einfach kann man den Nachttisch dekorieren mit ein paar Kisten und Haarspangen und einfach Büchern. Allein das hier gefällt mir so gut. Hier ist ja auch eine kleine Inspo für euch. Falls ihr das auch macht, schickt mir Bilder. Die Kiste hier kann ich sogar auf meinen Schminktisch legen oder die kommt auf Gabriels Seite. Hier wollte ich eigentlich auch noch eine Handcreme reinmachen, weil ich auch abends meine Hände eincreme, aber meine Handcreme ist viel zu groß. Also man bräuchte so eine kleine Größe, damit es so richtig süß aussieht. Und diese Kiste kommt dann irgendwo hier rein. Also ich glaube aber, das mache ich, wenn ich mein zweites Bücherregal hole. Weil dann würde ich es, glaube ich, noch mal ein bisschen neu einordnen. Und hier würden so meine Lieblingsbücher oder so reinkommen. Mal schauen. Ich glaube, die Kiste kommt jetzt erstmal in den Flur auf die Kommode einfach. Sieht einfach so clean aus, Leute. Ich liebe es.
Endlich haben wir es geschafft, Leute. We did it. Ich habe es ja in den letzten 3 Vlogs immer wieder erzählt und tada. Leute, ich habe eben einen Broadcast-Channel gegründet. Und jetzt sind einfach schon nach 2 Stunden 6000 Leute beigetreten. Ich habe nicht mal mit 100 gerechnet. Ich meinte sogar noch zu Gabriel, meinst du 50? Der hat mir den Vogel gezeigt. Es macht voll viel Spaß. Es ist halt wie so ein Selbstgespräch. Aber ich liebe es. Ja. Wir lieben es auch. Ich habe da euch auch schon meinen Nachttisch gezeigt, also. Aber ich hoffe, ihr schaut den Vlog trotzdem. Ich glaube, das wird voll witzig, es macht voll viel Spaß. In der Story sucht man sich immer so aus, was man teilt. Ich werde dort auf jeden Fall mehr random teilen. Wir haben 8:30 ungefähr. Ich denke, es wird jetzt Zeit, den Vlog mal hier zu schneiden. Sunday. Ich habe mir heute wieder meine Barbie-Frisur gemacht. Gleich wird nämlich weiter für den Reading-Vlog gedreht. Ich versuche heute das Buch zu Ende zu lesen. Leute, schaut mal, was angekommen ist. 2 Briefe aus Amerika. Erinnert ihr euch noch, als ich vor langer, langer Zeit, vor 3, 4 Wochen, mir Sticker von Etsy bestellt hatte? Und die sind jetzt zufällig angekommen die Woche. Gestern. Also können wir jetzt gemeinsam meinen Kindle dekorieren. Aber wir machen das im nächsten Vlog gemeinsam. Also seid gespannt. Ich freue mich drauf. Ich werde die Sachen auch noch nicht auspacken. Das machen wir gemeinsam. Okay, das eine Paket wurde schon ausgepackt von Gabriel. Er dachte, seine Amazon-Bestellung ist angekommen. Da war mein Popsocket drin. Aber die Sticker habe ich noch nicht ausgepackt. Also wisst ihr schon mal, was nächste Woche ansteht. Ansonsten werde ich jetzt hoffentlich das Buch heute beenden. Drückt mir die Daumen. Ich habe noch genau 200 Seiten vor mir. Ich werde jetzt hier sitzen und den Reading-Vlog weiterdrehen. Und hoffentlich kommt er dann bald online. Ich weiß jetzt aber nicht, ich habe jetzt im Reading-Vlog nur 2 Bücher gelesen. Oder wollt ihr 3? Das war eine Umfrage, glaube ich, machen. Falls ich es heute beenden sollte, schreibe ich euch. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Fühlt euch ganz feste gedrückt. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Hab euch lieb.